So, Hallihallöchen und herzlich willkommen hier zurück bei Nier Automata. Ja, in der letzten Folge mussten wir ja, abrupt abbrechen, weil das halt einfach sowas von gestottert und gelaggt hat. Dass es rein theoretisch irgendwie nicht mehr ging und deswegen, ja, habe ich kurz unterbrochen. Es lag daran, weil eigentlich nebenbei noch gerendert wurde. Ich weiß nicht, plötzlich hatte der ein Problem damit, da wurde eigentlich die ganze Zeit nebenbei gerendert. Auch als ich davor fast 3 Stunden Flatout aufgenommen hatte, das auch nicht gestört. Gut, jetzt ist schon der nächste Tag und jetzt muss ich erstmal wieder gucken. Ich kann mich daran erinnern, dass wir mit Pascal geredet hatten. Dann wurden wir von Goliath angegriffen und haben die Mission scheinbar irgendwie abgebrochen. Und ich habe keine Ahnung warum. Und ich würde sagen, wir reden jetzt erstmal wieder mit Pascal und klären das Ganze. Dass das erstmal alles wieder ein bisschen geklärt ist. Wir kennen den Text ja schon. Genau. What's that noise? 2B, this is an emergency transmission from the bunker. We're reading a Goliath-class enemy inside the city ruins. And it looks like there are a ton of other machines there with it. All Yorha units should proceed and engage immediately. A Goliath? This was a trap. I knew it. I promise you, we were not aware of this information. I realize the odds of you believing me are strikingly low. Wir haben schon wieder den Einsatz. Entschuldigung, ich verstehe es nicht, wie wir da jetzt hinkommen sollen. Wir dürfen das nicht verlassen. Okay, vielleicht sollen wir uns da mal ein bisschen umgucken. Wir haben ja jetzt Gott sei Dank schon vorher gespeichert. Ich verstehe nicht ganz, was wir da jetzt zu tun haben. So ganz raff ich es nicht. Ich dachte, wir haben uns zu viel Zeit gelassen, dass wir in einem gewissen Zeitfenster da sein sollten. Aber sobald wir ja die Brücke ein bisschen überquert haben, ist die Mission abgebrochen. Komisch. Natürlich möchte ich die laden, die Datei. Komisch. Wirklich ein bisschen eigenartig. So ganz weiß ich noch nicht, wie wir da jetzt weiterkommen. Ohne, dass wir die Mission ja scheinbar abbrechen. Wir dürfen uns nicht hinbewegen. Ja, wir dürfen uns garantiert auch nicht zu viel Zeit lassen. Ich dachte jetzt, weil, dass wir ein bisschen vorrennen oder so. After all, the only way to fair enough. What's that noise? 2B. Guck mal ganz kurz auf die Karte. Müsste doch dann irgendwo angezeigt werden, oder? Nee. Ich hätte auch gedacht, dass wir uns irgendwie teleportieren können oder so. This is an emergency transmission from the bunker. We're reading a Goliath-class enemy inside the city ruins. And it looks like there are a ton of other machines there with it. All Yorha units should proceed and engage immediately. A Goliath? This was a trap. I knew it. I promise you, we were not aware of this information. I realize the odds of you believing me are strikingly low, but I hope you will nonetheless. We'll sort it out later. Let's go. Die Kinder des Dorfes müssen beschützt werden. Pass du auch auf dich auf und handle nicht unvernünftig. Angriff, geh zur Ruinenstadt. Ja, ich versuche es ja. Vielleicht sollen wir den anderen Weg zur Ruinenstadt gehen. Heißt, es geht ja noch ein Weg hier unten lang. Vielleicht ist das der richtige Weg. Warte, das war hier lang. Und jetzt hier runter. Vielleicht ist das der richtige Weg. Wenn ja, dann ist das alles ziemlich eigenartig. Ja, das ist der richtige Weg. Ah, da musst du auch erstmal drauf kommen. Das hier war immer sonst abgesperrt. Da musst du auch erstmal drauf kommen. Das war jetzt ein bisschen ungünstig. Ah, ja. Ach so, jetzt kommen wir hier durch. Ach so. Kamen wir da schon vorher durch?
Kamen wir da schon vorher? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. 2B, Command is deploying new flight units for us. They just set the coordinates, so let's get going. On it. Okay, gehe an Bord der Flugeinheit. Ah, das waren so eine Raketen. Okay, wo sollen wir hin? Wir werden hier von dem Goliath wieder angegriffen, also dieser riesigen Fabrik, die uns ganz am Anfang geschadet hat. Was ich jetzt einmal ganz kurz mache, ist einmal kurz auf die Karte gucken. Erstmal das Ding da weg. So. Da sollen wir ganz hin. Okay. Geradeaus. Und dann irgendwie rechts und... Okay, gut, gut. Wir versuchen da schnellstmöglich hinzukommen. Muss auch erstmal mit rechnen, dass du so laufen musst und nicht anders. Ich dachte mal, war es da schon vorher geschlossen? Alles ist hier kaputt und zerstört. Okay, wir müssen... irgendwie so... Da sind Tiere hauen irgendwie, glaube ich, gerade ab oder so, ja. Können wir den schon sehen? Da ist er, tatsächlich. Ah, scheiße. Nochmal gegen so einen Goliath, das ist jetzt nicht so, dass das eine schöne Erfahrung wird. Lauf, Tier! Entschuldigung, hätte ich nicht durchlaufen sollen. Die Flight-Units sollten auf dem Roof dieses Gebäudes oben sein. Es wird gefährlich, aber wir gehen nicht anywhere, unless wir durch diesen Goliaths Legs passen. Wir sollten vorsichtig sein. Da sind schon die anderen Einheiten. Achso, ich dachte... Oh! Nicht auf mich schlagen, bitte. Okay, ich dachte, wir können da irgendwie hoch oder so. Oder ich weiß nicht, keine Ahnung. Das ist doch das Gebäude, wo wir reingekommen sind, ne? Ich glaube schon, okay. Hier ist schon alles ziemlich neblig. So, wir müssen irgendwie nach oben kommen. So geht's am besten. So. Ist mir egal, dass hier jetzt irgendwo Sachen rumliegen. Für sowas haben wir jetzt keine Zeit. Wir müssen unseren Kameraden helfen. Unseren Einheiten. Einheitsfreunden. Ich weiß nicht, wir sind eigentlich Roboter. Also eigentlich, weiß ich nicht, ob wir Freunde haben. Wir haben es fast geschafft. Ich hab ein bisschen Schiss. Ah, oh, fuck. Ich wusste es. 2B! Displaying data on central wiring hub. Ich wusste es. Nicht fliegen, Lady. So, sehr gut. Sollen wir immer noch dahin, oder? Nee, wir sollen nicht dahin, okay. Au, Mist. Rein, aber. So, wir kriegen den auf jeden Fall dieses Mal ein bisschen besser down. Wesentlich besser, wenn ich mal so sagen darf. Diesmal ist dieser Goliath nichts gegen uns. Also, zumindest sieht es bis jetzt danach aus. Wir kommen auch echt gut durch, ne? Also, muss ich jetzt mal auch einfach so behaupten. Wir haben ja jetzt ja auch 9S dabei.
Erledigt. Zumindest ein bisschen K.O. bekommen. Und jetzt geht's mit den Flugeinheiten. Oh ne, die Flugeinheiten. Be careful. The skies are packed with anti-air weapons. Make sure to approach at low altitude. Copy that. Okay, geringe Höhe sollen wir. Ich nehme diese Flugeinheit. Okay, geringe Höhe sollen wir fliegen. Weil sonst wir angegriffen werden. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwie beachten müssen, wirklich. Sind da noch mehr Goliaths? Oder ist das wirklich nur... Da ist noch einer. Warnung. Warning. So. Jetzt müssen wir den hier... Ich dachte, wir werden nur von einem angegriffen. Au, Mist, verdammt. Das war schlecht. Sieht bis jetzt nicht schlecht aus, was wir machen. Ein bisschen Abstand halten. So, und wieder rauf. Au, Mist, das war... Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber wir haben den auch bald. Den haben wir auch gleich erledigt. So. Auch erledigt. Sehr geil. Zumindest K.O. gemacht. Ich weiß nicht, ob wir die erledigt haben. Target enemies offline. That should do it for the Goliaths. Look out! It's recharging! Er lädt sich wieder auf. Es war so klar. What the? Unbelievable. The aliens who haven't revealed themselves in hundreds of years. We're hiding underground? Okay, ist er jetzt im Untergrund verschwunden oder hat er sich gerade in die Luft gesprengt? Und werden wir jetzt von den Aliens so gesehen überflutet? Centuries. We've intercepted a signal belonging to the aliens. These are the creatures that are in direct command of the machine life forms on this planet. If we can destroy them, we can end this long and arduous war once and for all. Our intel team is hard at work attempting to analyze the source of the signal, but we're not there yet. We need more data. All Yorha units are hereby ordered to prioritize data collection above all else. We can't let this chance slip through our fingers. Glory to mankind. I used Command's data to determine the signal source and marked it on the map. But it seems to be underground. Like way underground. Guess we'll see once we get there. Okay. If we're lucky. You're not much for plans, are you, 2B? Scheiß auf Plans, Alter. Wir haben aber eigentlich ganz gut erledigt. Das ist mir ein bisschen low, was ich hier jetzt gerade mache.
So, den nächsten kümmern wir uns natürlich auch wieder drum. Was? Wir haben ein Signal. Gut, ich guck mal ganz schnell auf die Karte, wo, von wo dieses Signal kommt. Da. Okay, ein bisschen hinter uns. Ja, da ist ja auch dieser Riesenkrater, den der Goliath hinterlassen hat. Goliath wollte ich ihn schon nennen. Goliath. Ja, da oben ist ja irgendwie, da müssen wir ja irgendwie hier hoch. Vielleicht. Komme ich jetzt hier hoch oder was? Schön, aber wir müssen da hoch. Schön, Da oben ist jemand, mit dem können wir reden, aber ich weiß noch nicht ganz, wie wir da hinkommen. Nö, so nicht. Okay, schade. Hätte sein können. Ich denke mal, dass wir mit diesem Roboter da oben reden können, weil der als, uns als Punkt markiert wird. Alter Finne. Report. Mail notification received from access point. Da sind Teile des Goliaths hinten. Ja, der hat es auf jeden Fall ganz schön übertrieben, der Typ. Okay, wir müssen aber, glaube ich, auf die andere Seite. Also müssen wir irgendwie sehen, dass wir nochmal kurz zurücklaufen. Und dann hier rechts. So. Noch ein bisschen weiter? Nee, wir können jetzt hier schon rechts, oder? Ich weiß es selbst nicht. Das ist deine Schuld. Du weißt warum. Level up ist gut. Die sind ja jetzt auch eine Stufe abgestiegen, die Viecher, die hier aufgetaucht sind. Die sind jetzt auch unserer Stufe angepasst mit Stufe 20 und so. Gar nicht mal schlecht. Was haben wir hier? Hier haben wir noch irgendwas. Huch. Hallöchen. Hallo, du bist ein Android, oder? Darf ich dich etwas fragen? Glaubst du, die Welt ist erfüllt von Liebe? Möglicherweise. Glaubst du nicht auch, dass wir unserem persönlichen Glück im Alltag mehr Raum geben sollen? Sollten wir. Richtig, und in diesem Fall scheinst du die Person zu sein, die mir dabei hilft, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das bin ich wohl. Wirklich? Glaubst du an den Traum, dass man die gesamte Welt durch die Macht der Liebe verbinden kann? Klar. Verstehe, verstehe. Dann kann ich vielleicht auch an dich glauben. Weißt du, es gibt eine Menge Maschinen, denen das Kämpfen zuwider ist. Und deshalb plane ich, diese zusammenzubringen für eine Parade. Eine Parade der Liebe und universalen Freundschaft. Allerdings zeigt sich, dass es unter uns viele gibt, denen eine solche vorgetragene Friedensbekundung missfällt. Aus diesem Grund hoffe ich, dass du unsere Parade schützend begleitest, damit die wunderbare Kunde sich verbreitet. Später. Schade. Später. Wir müssen jetzt erstmal die Daten. Wir jetzt erstmal die Daten finden, ehrlich gesagt. Ich möchte jetzt auch wissen mit den Aliens und wie es da weitergeht. Das war jetzt schon ein bisschen low. Ich wollte schon sagen, Autogegenstand haben wir noch drin, oder? Die waren jetzt schon ein bisschen stark, hatte ich das Gefühl. Okay, hier runter, runter, wa? Ja. What is this? Announces. It is a cave-in caused by the collapse of an open space underground. Ach du Scheiße. Why is there such a huge cavern beneath the city? Alter, alles zerstört. Da liegt ein Arm von den Goliaths und alles. Ja? Was sagen wir jetzt runter? Alles klar.